Anzeige um die Auseinandersetzung über Verbesserungen bei der Vergabe von Corona-Impfungen hat sich nun auch Hamburgs SPD-Fraktionschef Dirk Kienscheff eingeschaltet und sich für eine differenziertere Alterseinteilung bei der Impfberechtigung auch, um den Ansturm auf die wenigen verfügbaren Impftermine zu begrenzen und eine Überlastung der Hotlines zu vermeiden, sollten nur jeweils 2 oder 3 Jahrgänge in die Impfzentren gerufen werden, sagte er am Donnerstag der deutschen Presseagentur. Derzeit sind alle über 80-Jährigen aufgerufen, sich impfen zu lassen. Danach soll die Gruppe der über 70-Jährigen folgen. Das sind immer sehr, sehr große Gruppen, sagte Kienscheff. Bei den über 80-Jährigen sind es allein hier in Hamburg rund 110.000. In der nächsten Gruppe werden es fast 150.000 sein. Das heißt, vor dem Hintergrund des knappen Impfstoffes haben wir einen wahnsinnigen Run auf diese Hotline. Die geburtenstärksten Jahrgänge kämen dabei erst noch. Deshalb muss man sich doch fragen, bekomme ich nicht einfach schon eine Entspannung hin, wenn ich die Altersgruppen stärker differenziere? Fragte Kien. Eine Änderung der Einteilung könne aber nur der Bundesgesundheitsminister Anzeige. Der SPD-Fraktionsvorsitzende äußerte sich auch kritisch zum Terminvergabesystem der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, das in Hamburg genutzt wird und Anfang der Woche erneut wegen Überlastung für Verärgerung gesorgt. So wie es jetzt läuft, kann es nicht weitergehen, sagte Kienscheff. Das System muss stark verbessert. Es geht da um Kundenfreundlichkeit, es geht um Servicequalität und es geht vor allem darum, dass man die Menschen nicht frustriert. Deshalb müssten auch die Kapazitäten erhöht werden. Am Freitag sei die Impfterminvergabe Thema bei Gesprächen zwischen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, und den Ressortchefs der betroffenen Länder, sagte. Den Vorschlag seiner Fraktion habe er deshalb mit Gesundheitssenatorin Melanie Leonhardt, SPD, nach den erneuten Schwierigkeiten bei der Terminvergabe der Impftermine in den letzten Tagen hatte die Sozialbehörde angekündigt, weitere Termine nur noch donnerstags einzustellen. Zudem soll eine Bandansage Anrufer informieren, wenn keine Termine mehr vergeben. So soll endloses Verharren in der Warteschleife vermieden werden. Und schließlich soll bei dem Buchungsvorgang im Internet die Terminreservierung schon während der Eingabe der Daten geblockt werden, damit der Vorgang nicht bei zwischenzeitlicher Vergabe des Termins ins Anzeige, wie der NDR berichtet, soll zudem zukünftig die Hälfte der Termine für die Anrufer der Hotline reserviert werden. Damit wolle die Sozialbehörde dem Fakt Rechnung tragen, dass möglicherweise ein Großteil der zurzeit Impfberechtigten nicht sehr interne Termine. Bis einschließlich Mittwoch sind in Hamburg 50.848 Menschen mit einer ersten Impfdosis versorgt. Die bei derzeitig verfügbare notwendige zweite Impfdosis erhielten zudem bislang 6.033 Personen. Damit liegt die Impfquote bei 2,8, im Bundesdurchschnitt beträgt sie 2,5. Unterdessen ist in Hamburg die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Wochenvergleich weiter gesunken. 225 nachgewiesene Fälle kamen am Donnerstag hinzu. Das sind zwar 22 mehr als am Mittwoch, aber 21 weniger als am Donnerstag vor einer Woche, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte, stand 47 Uhr. Anzeige. Die Inzidenz, also die Zahl neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, sank von 75,3 auf 74,4. Vor einer Woche hatte dieser Wert noch bei 98,1 gelegen. Die Zahl der an oder im Zusammenhang mit Covid-19 gestorbenen Hamburgerinnen und Hamburger gab die Behörde unverändert mit 1097 an. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich den Angaben zufolge in der Hansestadt 47.199 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus. Von ihnen gelten nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts 40.600 als genesen. In den Hamburger Krankenhäusern wurden laut Gesundheitsbehörde mit Stand Mittwoch 405 Corona-Patienten stationär behandelt, davon 79 auf Intensivstation. Das waren 8 bzw. 6 weniger als am Vortag.